بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister im Islam, viele Menschen fragen mich, ja, wie hast du eigentlich so viel Wissen bekommen? Erstmal bin ich nicht der Meinung, dass ich sehr viel Wissen habe von der Religion, sondern ich bin noch am Anfang. Und das soll auch eine Widerlegung sein derjenigen, die Lüge verbreiten, dass ich behaupten würde, dass ich ein Gelehrter bin. Vielleicht für ihre Leute oder für ihr Verständnis ja Gelehrter, weil es halt manche Leute gibt, die können nichts und die werden hier als Gelehrte bezeichnet oder als Hodjas bezeichnet. Aber im wahrsten Sinne des Wortes mit Sicherheit nicht, denn wir kennen selber wahrhaftige Gelehrte, richtige Gelehrte und die sind wirklich wie ein Lexikon. Und von daher betrachte ich mich so auf gar keinen Fall, es ist einfach ein Witz, das auch zu behaupten, sondern ich bin jemand, der am Anfang steht und der sich inshallah versucht, Mühe zu geben, so viel Wissen wie möglich zu erlangen. Aber okay, man kann ja mal trotzdem fragen, wie bin ich denn dahin gekommen, wo ich jetzt bin, vom Wissen her? Wie habe ich das geschafft? Alhamdulillah, als erstes natürlich mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Einzige, der uns die Kraft gibt. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Macht und Kraft außer durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und an dieser Stelle würde ich vielleicht auch eine Geschichte erzählen, die vielleicht einigen Leuten weiterhelfen kann, wie sie auch authentisches Wissen von der Religion bekommen. Denn das Wissen in der Religion ist erstmal Call Allah, Call Rasulullah. Was sagt Allah, was sagt der Gesandte? Das Wissen in der Religion ist nicht, mein Opa hat gesagt oder ich habe gehört oder ich habe gesehen, sondern das Wissen in der Religion ist basierend auf Koran und Sunna. Denn Allah sagt im Koran in Sura 4, Vers 49, dort sagt er, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wenn ihr in einer Sache, in einem Zwietracht seid und einem Zwiespalt, unterschiedliche Meinungen habt, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. So geht zurück, so führt es zurück zu Allah und seinem Gesandten. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Falls ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das heißt, es muss ein Zeichen, oder es ist ein deutliches Zeichen für den wahren Gläubigen, dass er bei einer Meinungsverschiedenheit schaut, was sage der Gesandte Allahs dazu und was steht im Koran. Das ist ein Zeichen von Aufrichtigkeit. Denn wer wirklich aufrichtig ist, der wird nicht versuchen, irgendeiner Gruppe zu folgen oder der Religion seiner Väter zu folgen oder der Gruppe zu folgen, der sein Vater folgt oder seine Eltern oder je nachdem, wer auch immer, oder seine Vorväter, seine Vorfahren. Ja, sondern er wird versuchen, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und deswegen sage ich jedem hier, der diese Botschaft schaut, er soll sich selber mit sich abrechnen. Denn Umar al-Khattab sagt, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Natürlich sollen wir uns unsere Sünden angucken. Wir sollen uns schauen, welche Sünden machen wir, welche Fehler machen wir. Das gerade auch im Ramadan. Aber noch wichtiger als das ist, welchen Menhaj folge ich? Denn der Prophet s.a.w. sagte, Sataftariku hadhi al-umma ala thalathin wa sab'ina firqa. Kulluha finari illa wahida. Diese Umma wird schon 73 Gruppen spalten, von der alle in der Hölle sind, außer eine. Was übrigens nicht unbedingt heißt, dass sie für Ewigkeit in der Hölle sind, aber was eine deutliche Warnung ist, dass man es versuchen muss, dem wahren Weg zu folgen. Und wer hat sich wirklich gefragt, folge ich dem wahren Weg? Und wer folgt einfach nur dem blind, was er gehört hat? Oder dem blind, was verbreitet wurde? Wer hat wirklich gesagt, ich möchte gerne Arabisch lernen, damit ich mich mit den Quellentexten, mit Koran und Sunna auseinandersetzen kann. Damit ich nicht auf andere angewiesen bin, was sie mir von vermeintlichen Gelehrten oder von Gelehrten erzählen, die früher gelebt haben, von Gelehrten der Salaf, was vielleicht nicht stimmt. Denn wir sehen heute viele Gruppen, die behaupten, dass verschiedene Gelehrte der Salaf Dinge gesagt hätten, die nicht stimmen. Oder die, wenn man die Hintergründe kennt, falsch verstanden wurden.
von diesen speziellen Gruppen. Und deswegen sollte eigentlich jeder Muslim diese Begierde dazu haben, die Motivation dazu haben, seine Religion richtig zu verstehen, dass er mit Gewissheit zu sich selber sagen kann, ich habe versucht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Denn es ist leider so, es gibt Leute, die erzählen beispielsweise, im Sommer beten wir nur 4 Gebete. Ja? Und die Leute, die dieser Gruppe folgen, sagen dann, ja, ich gehöre zu dieser Gruppe, dann folge ich dieser Gruppe. Und viele andere Beispiele. Andere folgen einer Gruppe, die sagt, ja, es gab noch einen Propheten nach dem Propheten. Sie hören von 100 anderen Leuten, dass das nicht geht, dass der Prophet selber im Mutawatir-Hadithen sagte, dass nach ihm kein Prophet kommt. Aber sie sagen, ja, ich bin in diese Gruppe reingeboren, dann mache ich das auch so. Andere beten ein Tarawih-Gebet von 20 Rakats in 15 Minuten, so schnell wie die Hühner picken. Und wenn du sie dann fragst, ja, warum macht ihr das, das ist falsch, der Prophet hat so nicht gebetet, dann sagen sie, ja, bei mir im Land betet man so. Und er versucht gar nicht zurückzukehren zu dem, was Allah im Koran sagt und zu dem, was der Prophet sallam gelehrt hat. Er will einfach nur seinen Gelüsten folgen und will nicht anecken mit seinen Landsleuten bzw. mit seiner Familie. Aber hier müssen wir uns bewusst sein, dass diejenigen, die dem Propheten sallam gefolgt sind, die Sahaba, dass diejenigen, die ihm gefolgt sind, angeeckt sind, dass sie Probleme gehabt haben mit ihrer Familie, Probleme gehabt haben, weil sie nicht der Religion ihrer Vorväter, ihrer Vorfahren gefolgt sind. Deswegen, vielleicht ist die Gruppe, die islamische Gruppe, der du zugehörst, vielleicht ist sie richtig, vielleicht ist sie das aber auch nicht. Und deswegen werde ich euch kurz meine Erfahrung beibringen. Ihr müsst euch mal in die Lage versetzen, jemand nimmt den Islam an. Stell dir mal vor, du nimmst den Islam an. Du hast eine andere Ausgangsposition. Deine Ausgangsposition ist nicht mehr die Ausgangsposition von demjenigen, der reingeboren wird in den Islam und gleichzeitig auch in eine bestimmte Gruppe. Ich bin Türke, ich bete wie die Türken. Ich bin Marokkaner, ich bete wie die Marokkaner. Ich bin Norweger, ich bete gar nicht. Sondern jetzt nimmt jemand den Islam an. Und so ging es mir, ich habe ja einiges davor gelesen, ich habe den Koran 3-mal gelesen, bevor ich den Islam angenommen habe. Ich habe Sahih al-Bukhari, Muhtasar, die Kurzversion, bevor ich Islam angenommen habe, durchgelesen. Wie gesagt, Koran 3-mal durchgelesen, Sahih al-Bukhari 1-mal durchgelesen. Ich habe sehr viele verschiedene Bücher von verschiedenen Gruppen, von Shia, von allem möglichen gelesen, als ich den Islam angenommen habe und auch vorher schon. Ich habe mich also intensiv damit beschäftigt. Ich habe verschiedene Filme gesehen, Dokumentarfilme und so weiter und so fort. Auch von Nicht-Muslimen Informationen gesammelt. Jetzt habe ich den Islam angenommen. Ich bin überzeugt, der Islam ist der richtige Weg. So, jetzt kommst du in die Moschee, in die türkische Moschee, und du siehst, dass Leute auf bestimmte Art und Weise beten und bestimmte Bräuche haben und bestimmte Dinge machen. Und dann gehst du in die marokkanische Moschee, und du siehst, dass die Leute das Gebet auf eine bestimmte Art und Weise, natürlich sind die meisten Dinge gleich, aber einige Unterschiede und bestimmte Bräuche nicht pflegen, die sie vielleicht in der türkischen Moschee pflegen oder in der bosnischen Moschee ist noch anders und dann kommt noch die afghanische Moschee und die pakistanische Moschee und die ägyptische Moschee und so weiter. Du siehst diese Unterschiede. So, was machst du jetzt? Und du weißt, dass der Prophet sagt, es kann nur eine Sache richtig sein. Es kann nicht gleichzeitig richtig sein, dass jemand sagt, an dem und dem Tag haben wir einen Feiertag, Isra wal Miraj, und es kann nicht sein, dass die anderen sagen, nee, an dem und dem Tag haben wir keinen Feiertag. Es kann nicht gleichzeitig ein Feiertag sein, aber gleichzeitig ist es bidah, diesen Tag zu feiern. Das ist unmöglich. Also eins muss richtig sein, eins muss falsch sein. Was machst du jetzt als jemand, der gerade zum Islam gekommen ist? Sagst du einfach nur, ach ja, die Türken werden schon recht haben, ach ja, die Marokkaner werden schon recht haben, die Bosnier werden schon recht haben, die Afghanen werden schon recht haben, die Pakistaner werden schon recht haben, die Eskimos werden schon recht haben. Was machst du? Du wirst gucken, wer hat denn jetzt recht in dieser Meinung? Und ich habe diese Geschichte mal einem Mufti aus der Türkei erzählt, der Mufti von einem bestimmten Gebiet in der Türkei ist. Er hat sich wirklich gewundert, weil er das noch nie aus dieser Perspektive gehört hat. Ja, weil es ganz logisch nachvollziehbar ist, dass derjenige, der so zum Islam kommt wie ich,
dass er sich nicht einfach irgendeiner Gruppe anschließt, sondern dass er genau schaut, warum sagen die einen so und warum sagen die anderen so. Wenn er wirklich nach Koran und Sunna gehen will. Okay. Bei mir war es auch folgendermaßen gewesen. Als ich eine Woche Muslim war, bin ich nach Marokko gefahren. Ich habe verschiedene Taten gesehen, verschiedene Dinge gesehen, die die Menschen gemacht haben. Und ich habe verschiedene Dinge gehört, was so praktiziert wird. Man sieht zum Beispiel in Marokko, dass die Menschen in den meisten Fällen das Wasser aus einem Eimer schöpfen, um Wasser zu sparen. Das sieht man zum Beispiel, dass das in Marokko praktiziert wird. Auf der anderen Seite sieht man aber in Marokko, dass beispielsweise viele Sunna-Gebete nicht gebetet werden. Jetzt kommt man in die türkische Moschee, da sieht man, dass meistens das Wasser laufen gelassen wird, also mehr Wasser verbraucht wird, aber dass die Sunna-Gebete, dass da mehr Wert drauf gelegt wird, im Allgemeinen natürlich. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Türke keinen Eimer benutzt oder das Wasser verschwendet und dass jeder Marokkaner die Sunna-Gebete nicht betet, aber im Allgemeinen sieht man diese Tendenz. Man sieht dann in der marokkanischen Moschee, sieht man beispielsweise, dass die Leute beim Gebet laut Amin rufen, in der ägyptischen Moschee. Das Ganze rausmachen jetzt mit der marokkanischen Moschee, sieht man sich laut Amin, damit wir jetzt mal ein anderes Volk dazu kriegen. Dann bin ich danach, als ich nach Marokko, bin ich dann nach Ägypten. Als ich in Ägypten gewesen bin, habe ich gesehen, dass die Menschen nach dem Amin von dem Imam, dass sie nach dem Wallah Dalin sehr laut Amin rufen. Ja, was du zum Beispiel in einer türkischen Moschee nicht siehst. Du siehst andere Dinge, die vielleicht praktiziert werden, dass nach dem Gebet, dass man sagt Haraman, Haraman. Und du fragst dich, was ist das? Warum machen die einen das, aber die anderen machen das nicht? Und dann fängst du an nachzuforschen. Wie forschst du jetzt am besten nach? Bei mir war es damals so gewesen, dass ich mir angeguckt habe, ich habe gesagt, okay, diese Menschen, die sagen alle, Koran ist richtig und die Sunna ist richtig. Und sie sagen alle, das authentischste Buch nach dem Koran ist die Sunna, das ist das Buch Sahih al-Bukhari. So habe ich mir damals in Ägypten 9 Bänder Sahih al-Bukhari gekauft. Und immer wenn ich jetzt an solche Meinungsverschiedenheiten gekommen bin, zwischen den verschiedenen Ländern, habe ich es so gemacht, dass ich nachgeschlagen habe in Bukhari. Was sagt Bukhari? Der eine erzählt dir zum Beispiel, ja, wenn du deine Frau küsst im Ramadan, ist das, wo du gehst, ist dein Fasten kaputt. Dann schlägst du Bukhari auf, er hat seine Frau geküsst und das war nicht kaputt. Das heißt, so bist du geschützt davor, irgendetwas zu tun, was falsch ist. Ja? Und hier kommt ein großes Missverständnis, was viele Leute haben, die Angst haben, der Sunna zu folgen. Sie sagen, du kannst die Sunna nicht alleine verstehen. Und wir sagen, es ist richtig. Und es ist falsch. Richtig und falsch zur selben Zeit. Wenn er damit meint, man soll als normaler Mensch oder sagen wir mal als normaler Gläubiger keinen eigenen Istinbat machen, keine eigene Ableitung von Koran und Sunna, dann sagen wir ja. Weil du musst wissen, was ist Nasich, was man sucht, was ist abrogierend und was ist abrogiert und so weiter und so fort. Was ist authentisch, was ist unauthentisch. Aber wenn du siehst, dass schon zwei Parteien eine Meinungsverschiedenheit haben und dass vielleicht große Gelehrte eine Meinungsverschiedenheit haben, dann kannst du auch nachgucken, denn die meisten Dinge, die in der Sunna vorkommen, sind sehr leicht zu verstehen. Wenn der Prophet Sallallahu zum Beispiel sagt, er hat, oder wenn im Mutawati-Hadith überliefert wird, dass der Prophet, wenn er vom Ruku hochkam, seine Hände gehoben hat, und wenn er zum Ruku runtergegangen ist, seine Hände gehoben hat, und wenn er vom Ruku hochgekommen ist, seine Hände hochgemacht hat, dann ist nicht viel daran zu falsch zu verstehen. Wenn in der Sunna steht, dass der Prophet Sami Allahu liman Hamida sagt, als er hochkam, da ist nicht viel daran falsch zu verstehen. Wenn ganz deutlich steht, dass der Prophet Sallallahu sagt, Fel Yukrim Deife, der soll seinen Gast ehren, ja, das ist nicht viel falsch dran zu verstehen. Das heißt, die meisten Dinge, die in Koran und Sunna vorkommen, sind sehr, sehr, sehr deutlich. Natürlich gibt es andere Argumentationsweisen, aber wir werden in erster Linie nachgefragt, sind wir dem Koran und sind wir der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gefolgt? Das ist die Frage. Das heißt, auf diese Art und Weise habe ich halt gesehen, die Menschen machen verschiedene Dinge.